Es ist das Jahr 1985. Der berühmt-berüchtigte Videogame-Crash, der 1983 die Videospielbranche erschütterte, kühlte so langsam ab. Neue Möglichkeiten zum Spielen von elektronischen Spielen wurden immer populärer. Das Famicom war seit 2 Jahren auf dem japanischen Markt und das NES stand in den USA in den Startlöchern. Aber nicht nur die Konsolenlandschaft erholte sich so langsam. Die Heimcomputer starteten langsam aber sicher ihren Siegeszug in den heimischen Kinderzimmern. Der C64 etablierte sich bei uns immer mehr und in England wurde das Gegenstück der ZX Spectrum immer beliebter. 1985 setzten die Brüder Tim und Chris Stamper den Grundstein für eine der innovativsten und kreativsten Partnerschaften in der Videospielwelt, indem sie die Firma Rare gründeten. Doch ihr kreatives Feuerwerk begann schon 3 Jahre vorher, als unter dem Namen Ultimate Play the Game den Heimcomputer ZX Spectrum mit revolutionären Spielen wie Jetpack, Attic Attack und Saber Wolf bereicherten. Der Grundstein für eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte wurde gelegt. Nachdem sie Rare gründeten, begannen sie ihre Magie für das Nintendo Entertainment System zu entfachen und veröffentlichten viele Hits wie Slalom, RC, Power M und Snake, Rattle'n'Roll und natürlich 1991 das sehr erfolgreiche Battletoads. Rare war vom NES anscheinend so zufrieden, dass 1989 ganze 15 Spiele für das System erschienen sind. Viele Spiele wurden von der Presse und den Spielern so positiv aufgenommen, dass Rare natürlich auch beim Start der neuen Nintendo-Konsole gleich dabei sein wollte, dem Game Boy. Dort war man gleich zum europäischen Start mit dabei und es erschienen Klassiker wie Fortress of Fear oder The Amazing Spider-Man. Das sollte aber nur der Start der Erfolgsgeschichte auf dem System sein. Nintendo entging dieser Erfolg und Einsatz seitens Rare natürlich nicht. Wir schreiben das Jahr 1994. Nintendo wollte sich nicht nur auf japanische Unternehmen fixieren, sondern auch mehr westliche Spielfirmen stärker an sich binden, um ihr Portfolio besser zu diversifizieren. Rare war da natürlich ein perfekter Partner und so erwarb Nintendo in diesem Jahr 49% der Firmenanteile und saß so direkt im Boot und die Zusammenarbeit dieser beiden Giganten wurde noch enger. Dies markierte den Beginn einer goldenen Ära von Videospielen, die auf Nintendos Konsolen wie dem Super Nintendo, Nintendo 64 und dem Game Boy erschienen. Wer kann schon Donkey Kong Country, Killer Instinct oder Banjo-Kazooie vergessen? Oder die Spannung, die ein GoldenEye 007 Multiplayer-Match oder die Abenteuer in Perfect Dark mit sich brachten? Die Symbiose zwischen Rare und Nintendo war wirklich etwas Besonderes. Jede Veröffentlichung, sei es Diddy Kong Racing oder das unvergessliche Conker's Bad Fur Day, wurde von Gamern und Kritikern gleichermaßen bejubelt. Diese Partnerschaft positionierte und festigte Rare als einen der Giganten der Spielindustrie. Doch 2002 kam eine Wende. Microsoft erwarb Rare für satte 375 Millionen US-Dollar. Dieses neue Kapitel bedeutete den Abschied von Nintendo und den Beginn der Entwicklung für Xbox-Konsolen. Für die leidenschaftliche Fanbase war dies natürlich ein unerwarteter Schock. Und das Ende dieser ikonischen Zusammenarbeit brachte zahlreiche Veränderungen mit sich. Einige Rare-Talente suchten andere Horizonte auf und gründeten Studios wie Free Radical Design oder Playtonic Games. Auch wenn Rare heute in einem anderen Licht erscheint, bleibt der Einfluss des Unternehmens in der Spieleindustrie unverkennbar. Einige ihrer legendärsten Charaktere und Franchises wie Donkey Kong oder Star Fox sind immer noch fest in Nintendos Händen. Andere wie Banjo-Kazooie haben bei Microsoft ihr neues Zuhause gefunden. Eines ist aber sicher, das Erbe von Rare lebt weiter und inspiriert Spieler und Entwickler weltweit nach wie vor. Die Zusammenarbeit von Nintendo und Rare wurde also gefestigt und nun konnte es zum ersten großen gemeinsamen Projekt kommen. Rare hat im Vorfeld eine neue Technologie entwickelt, welche sich Advanced Computer Modeling, also ACM, nannte. Diese ermöglichte es, gerenderte 3D-Modelle in 2D-Sprites umzuwandeln. Dieses ermöglichte dann auf dem zu der Zeit schon etwas betagteren Super Nintendo eine ungeahnte Grafikpracht zu entfalten, da die Figuren und Umgebung schon fast wie aus einem 3D-Spiel erschienen. Rare hatte jedoch ein Problem. Sie hatten zwar die Technik, aber noch keinen Einsatz dafür. Hier kam dann Nintendo ins Spiel und erlaubte den Engländern ein Spiel mit einem ihrer kultigen Charaktere zu erstellen. Die Wahl fiel auf den schon fast in Vergessenheit geratenen Donkey Kong, der Widersacher in Marios Abenteuern in der klassischen Arcade war.
Rare nahm diesen relativ farblosen Charakter und überarbeitete etwas sein Aussehen und erschuf eine ganze Welt um ihn herum. Dazu kamen dann auch weitere Figuren wie den jugendlichen Diddy Kong oder den alten Cranky Kong. Technik und die Welt passten und Donkey Kong Country erschien 1994 exklusiv für das Super Nintendo und fegte alle weg. Ich glaube, alle, die damals das Spiel zum ersten Mal gesehen haben, waren so begeistert wie ich damals. Dass solch eine Grafikpracht auf den Super Nintendo möglich war, überraschte denn doch viele. Nintendo war sogar so von dem Spiel überzeugt, dass es eine riesige Marketingkampagne rund um das Spiel gab und sogar dem Club Nintendo Magazin eine VHS-Kassette mit Spielszenen beilag. Diese Pracht muss man schließlich in Bewegung gesehen haben. Aber auch spielerisch erwartete dem Spieler hier einen Spitzentitel. Es war ein relativ klassischer Plattformer mit einer super knackigen Steuerung und vielen interessanten Elementen wie die berühmt-berüchtigten Fässer oder die Tierbegleiter, die euch auf der Reise helfen. Das Spiel verkaufte sich über 9 Millionen Mal und brachte 2 weitere Nachfolger hervor. Es gilt heute noch eines als der besten Spiele für das System. Die Zusammenarbeit hatte sich also schon beim ersten Spiel vollkommen gelohnt. Das Super Nintendo hatten die beiden Firmen also im Sturm erobert, aber wie sah es auf den Game Boy aus? Auch hier könnte man schließlich von dem Erfolg profitieren und diese einzigartige Technik auch auf den Handheld portieren. Die Verlagerung der technologischen Finesse von Donkey Kong Country auf den Game Boy war aber natürlich kein einfaches Unterfangen. Die Hardware des Game Boys ist in vielerlei Hinsicht natürlich im Gegensatz zu Super Nintendo beschränkt, vor allem in Hinsicht der Rechenleistung und natürlich auch des Monitors. Zunächst bietet der Game Boy nur eine monochrome Palette, was bedeutet, dass die Entwickler keine Farben zur Verfügung haben, um Tiefe, Textur oder Kontraste in ihren Grafiken zu erzeugen. Anstatt auf Farben zu setzen, musste Rare hier also Schattierung und Muster verwenden, um Unterscheidung und Details hervorzuheben. Die vorgerenderten 3D-Modelle von Donkey Kong Country erforderten erhebliche Speicher- und Verarbeitungsressourcen. Um diese auf den Game Boy darstellen zu können, mussten sie stark komprimiert werden, ohne aber ihre Erkennbarkeit oder ihren Charme zu verlieren. Dieses war natürlich ein Problem, da wie schon angesprochen der Speicherplatz auf dem Handheld sehr rar war. Auch hier fand Rare zum Glück eine Lösung. Die Umsetzung von Donkey Kong Country auf den Game Boy erforderte nicht nur die Komprimierung der 3D-Modelle, sondern auch eine ganze Neugestaltung der Art und Weise, wie diese Modelle in Echtzeit gerendert wurden. Rare entwickelte also eine spezielle Technik, die es ermöglichte, diese komprimierten Modelle flüssig und ohne merkliche Verzögerung zu animieren. Diese Technik ermöglichte es, dass sich die Charaktere und Umgebung auf eine Weise bewegten und reagierten, die zuvor auf dem Game Boy noch nicht gesehen war. Leider merkt man in dem ersten Teil auch diese neue Technik an. So neu diese Technik war, so durchwachsen war das Ergebnis teilweise auch. Die allgemeine Grafik wirkt teilweise recht unübersichtlich und etwas rau. Aber die Technik stand nun also auf dem Game Boy. Aber wie sollte das Spiel nun gestaltet werden? Ein 1:1 Port der Super Nintendo Version funktionierte natürlich nicht und so wurde das Spiel umgebaut, wobei allgemein keine Level aus dem Vorbild einfach nur recycelt wurden. Auch hier steuert ihr Donkey Kong und seinen Neffen Diddy, wobei hier sofort ein Unterschied auffällt, während auf dem Super Nintendo immer beide Charaktere zu sehen sind, konnte auf dem Game Boy immer nur einer dargestellt werden. Ansonsten war jedoch im Prinzip alles aus dem Vorbild auch in der kleineren Version enthalten. Auch auf dem Game Boy reist ihr durch eine tiefe Dschungel-Level-Grafik, kämpft auf Piratenschiffen und Co. Aber nicht nur die Grafik ist bei dem Franchise atemberaubend, auch der Sound. Und die Musik ist schon bei Donkey Kong Country einfach nur fantastisch geraten. Der Komponist David Wise hat auch auf den Game Boy in die Klaviertasten gehauen und auch dort seinen wunderbaren Soundtrack erschaffen. Das Spiel war also nun fertig und eroberte 1995 die Märkte. Nintendo war so von der Besonderheit dieses Spiels überzeugt, dass es sogar auf einem gelben und nicht grauen Modul ausgeliefert wurde. Diese Einstellung sollte sich auch als richtig behaupten. Donkey Kong Land wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt. Die Technik wurde als beeindruckend und wegweisend für Handheld-Spiele angesehen. Viele betrachten es als eines der besten Spiele für den Game Boy und lobten insbesondere die Grafik, das Gameplay und natürlich die Musik. Das Spiel wurde zu einem Bestseller und verkaufte sich über 6 Millionen Mal. Da war es natürlich klar, dass es auch einen Nachfolger geben sollte. Schon ein Jahr später erschien dann wirklich auch der Nachfolger.
Auf der technischen Seite nahm sich das Spiel das Problem des Vorgängers an. Dieser war grafisch zwar auf einem sehr hohen technischen Niveau, aber ihm hatte es hier und da noch Probleme. Diese wurden hier verbessert. So wurden an den Charaktermodellen geschraubt, die Hintergründe und die Tiefenwahrnehmung verbessert, klarere und schärfere Grafiken und schließlich bessere Kontraste verwendet. Dies alles trug dazu bei, ein insgesamt klareres Bild im Vergleich zum Vorgänger zu erzeugen. Dadurch wurde das Spiel auch auf der grafischen Ebene wesentlich runder. Diese neue Optimierung wurde dann auch in das Spiel selbst genutzt, was auch hier eine größere Umgebungsvielfalt gab. Für die musikalische Untermalung wurde dieses Mal nicht David Wise eingesetzt, sondern Grant Kirkhope. Dieser portierte einige Stücke aus dem Super Nintendo Vorbild und hat hier auch einen hervorragenden Job gemacht. Aber nicht nur auf der technischen Seite gab es so einige Änderungen, sondern auch im eigentlichen Spielablauf. Storytechnisch setzt das Spiel nach dem zweiten Super Nintendo Teil an. Auch hier wurde Donkey Kong als spielbarer Charakter gestrichen und durch Dixie Kong ersetzt. Diese brachte dann auch gleich eine neue Fähigkeit mit. Mit ihrem Pferdeschwanz konnte sie sich langsam durch die Luft gleiten. Auch dieses Spiel wurde in einem gelben Modul verkauft. Es wurde von der Spielerschaft und Presse durchaus sehr wohlwollend aufgenommen, war es doch schließlich neutral betrachtet das bessere Spiel. Dieses spiegelte sich jedoch leider nicht in den Verkaufszahlen wider. Es wurde knapp 2,35 Millionen Mal verkauft, also noch nicht mal halb so gut wie der Vorgänger. Trotzdem sollte es auch einen Nachfolger geben. Wieder ein Jahr später erschien dann der letzte Teil der Serie, Donkey Kong Land 3. Auch hier wurde auf der technischen Seite weiter an kleineren Stellschrauben gedreht und so ist es auf der Ebene der beste Teil, wobei die beiden Vorgänger natürlich weit davon entfernt sind, schlecht zu sein. Hier konnte Rare seine mittlerweile lange Erfahrung mit dem System voll entfalten. Ähnlich wie beim zweiten Teil wurde auch hier wieder der dritte Super Nintendo Teil als Vorlage genommen und die Hauptcharaktere ebenfalls ausgetauscht. Diddy Kong flog raus, während Dixie Kong blieb. Hinzu kam hier der neue Kiddy Kong, der jedoch in der Allgemeinheit nicht großartig beliebt ist. Er erinnert etwas an den guten alten Donkey Kong, da er etwas kräftiger war. Seine Spezialität war das Herumrollen von Gegnern und die Fähigkeit, auf Wasser zu überspringen. Auch beim Umfang wurde hier wieder alles erweitert und neue Umgebungen eingeführt. Das Spiel bot also im Prinzip alles, was ein guter Nachfolger so brauchte. Leider enttäuschten jedoch dieses Mal auch die Verkaufszahlen im Vergleich denn doch sehr. Das Spiel verkaufte sich ungefähr 1,03 Millionen Mal. Das ist nur noch ein Sechstel des ersten Teils. Jedoch muss man hier natürlich auch anmerken, dass der Game Boy zu dem Zeitpunkt schon etwas in Jahre gekommen war und die Nachfrage nach neuen Spielen logischerweise so langsam aber sicher abnahm. Die Donkey Kong Land Serie ist eine wunderbare Serie auf den Game Boy und zeigt, zu was die Zusammenarbeit von Rare und Nintendo alles ermöglichen konnten. Nachdem die ersten technischen Ungereimtheiten des ersten Teiles spätestens mit dem zweiten Teil ausgeräumt wurden, erwartet dem Spieler hier klassische Plattformer-Action in hervorragender Technik, die in der Qualität wohl keiner auf dem Handheld vermutet hätte. Nicht umsonst zählt die Serie zu den absoluten Klassikern auf dem System und jeder hat wohl seinen ganz eigenen Lieblingsteil.